Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Timesplitters Future Perfect. Ich rede diesmal vor der Cutscene. Wir gehen rein in die nächste Mission. Let's go. Oh. Du bist gar kein Zombie. Ja, das ist mir schon klar. Hat Donnie dich geschickt? Wenn ich schon in dieses blöde Haus gehen soll, muss er nicht auch noch jemanden schicken, der mir Angst einjagt. Für was hält er mich? Ich bin für seine Gang gut genug. Warum sollte ich Fotos von Zombies machen? Warte. Und was meinst du mit Zombies? Zombies, alles klar. Untote, fleischfressende Wesen der Nacht. Von dem Friedhof, auf dem das Haus gebaut wurde. Wieso es verflucht ist? Na komm, das weiß doch jeder. Du bist nicht von hier, oder? Nein, aber hier ist es gefährlich. Also verschwinde lieber. Tch, machst du Witze? Ich werde auf gar keinen Fall kneifen. Also hilf mir oder geh mir aus dem Weg. Na gut, aber ich gehe durch die Haustür. Hey, warte mal! Oh nein, Digga, die Möpse wackeln. Auf ihr T-Shirt steht Slut drauf. Was zur Hölle, Digga. Das ist okay, mitunter eine der geilsten Missionen. Verschwinde. Ah, ich lieb's. Es steht einfach Slut drauf. Wenn diese Ultratechnik-Sekte hier ist, kann der Zeitreisende auch nicht weit sein. Aber wie passen die Zombies ins Bild? Das ist mir nie aufgefallen, das Kind. Aber das sind nur Schauermädchen. Das ist aber genauso wie bei Kinderserien. Wenn man älter ist, dann tut man erstmal alles checken, ne? Mich schreckt so leicht nichts, aber mir ist kalt. Könntest du dich ein bisschen beeilen? Ja, natürlich, genau zurück, vor die Türe. Wir haben etwas Schreckliches getan. Wir. Oh, ist ja ekelhaft. Toll, jetzt sitzen wir in der Falle mit lauter toten Typen. Oh, Joe mir Beth. Ist kalt. Joe Beth Casey. Oh mein Gott. Was ist das? Die Musik legendär. Das gibt's doch nicht. Legendär. Ich. Keine Ahnung. Das war schrecklich. Je schneller wir verschwinden, desto besser. Es wird legendär. Mitunter die geilste Mission. Gibt's oben irgendwas? Nö. Na da. Dann gehen wir mal weiter. Zombies! Oh nein, Zombies! Das sind tatsächlich Zombies. Ziehen Sie auf die Köpfe, Cortez. Lass sie nicht mein Hirn fressen! Denkst du, das würde jemand merken? Anstoß, Trophäe erhalten, sehr gut. Besiege einen Zombie mit einem Billardball. Nice. Haben wir die Trophäe auch bekommen. Da kommen noch mehr. In your face, bitch. Die Türen scheinen ein Eigenleben zu haben. Ich würde eher sagen, dass das Computer gesteuert ist. Ernsthaft? Geister und Zombies? Was ist hier los? Das ist ziemlich übernatürlich. Wow, Achtung! Da ist irgendwas im Boden. Ich verschwinde hier. Oh, shit. Hilfe! Die wollen mich auffressen! Nur Feuer kann sie vernichten. Mein Kollege hatte einen Flammenwerfer. Er muss hier irgendwo sein. Bitte helfen Sie mir. Wenn Sie sich beeilen, schaffen Sie es, bevor die Sie kriegen. Ich bleibe hier, bis Sie alle tot sind. Wenn Sie ihm helfen, kann er uns vielleicht sagen, was hier los ist.
Schnell! Ich rutsche ab! Sie müssen diese Würmer erledigen. Warten Sie, bis sie hochkommen und fackeln Sie sie ab. Easy game. Da ist noch einer. Danke, Sie haben mich gerettet. Unsere Schöpfungen sind außer Kontrolle. Aber Schöpfungen. Es gibt hier noch ganz andere Wesen. Gott weiß, wo die herkommen. Bleiben Sie da weg. Hauen Sie ab, solange Sie noch können. Mann, diese Hütte ist echt irre. Sehen wir auf dem Dachboden nach. Oh, hier liegt einfach ein Revolver rum. Ja, das Kind hat man sich natürlich auch nicht gut umgeschaut. Dementsprechend kann man hier schon sehr geilen Scheiß finden. Oh, hier ist sonst nichts mehr. The hell? Erstmal Munition wasten. Oh yeah. Ist nicht so, ne? Oh. Achtung, da oben! Hier regnet es Zombies. Digga, da hat der Pumpgun. Aua! I knew it. Gott, was ist das? Oh Mann, mach es weg! Digga! Der Elch ist los! Wow! Let me reload. Er trifft uns nicht, wenn wir rückwärts laufen. Oh shit, ich steck fest. Au. Ich bin bald reif für einen Seelenklempner. Digga, es ist so eine abartige Scheiße. Genau so hatte ich die Mission noch in Erinnerung. Warte mal. Das spiegelt nur. Hey, wer hat die Dinger denn beschleunigt? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Ich konnte nichts machen. Ich musste sie zurücklassen. Es ging nicht anders. Ich höre sie noch immer schreien. Bald werden sie mich holen. Die armen Leute. Digga, die sind doch gerade erst mal schuld, dass die ganze Scheiße läuft. Kein Mitleid mit denen. Das sind doch hier diese ganzen fucking Wissenschaftler, die Scheiße hier gemacht haben. Oh, da ist auch noch einer. Mehrere Wege. Aber ich denke mal, hier oben wird zu sein. Wissenschaftler haben sich auch weggefickt. Leben die?
Geh mal auf Nummer sicher. Ja. Das ist auch übel, ja. Das ist alles ein böser Traum. Nur ein Traum. Alles. Oh, bitte tun Sie was. Selber schuld. Wow. Macht dir das Spaß oder was? Nee. Hab ich außerdem, glaube ich, getroffen, wa? Es tut mir leid. Wow. Ich glaube, es ist der Schussbahn. Ich tippe auf Professor Bloom in der Bibliothek, gefressen von einem Zombie. Da ist einer. Gibt er noch? Ich glaube nicht. Der Tag ist gelaufen. Wenn hier Zombies rumlaufen, ihre Rübe muss runter, sonst killen sie uns munter. Und das Zeug in den Mauern sehe ich mit Schauern. Bringt alle um, ihr ekliges Käfergetier. Okay. Alles klar. Oh, das sieht übel aus. Die haben hier überall rumexperimentiert. Wir müssen hier raus. Alter. Fuck you. Toll. Was jetzt? Nein! Nein! Weg von mir! Hilfe! Nein! Lauf! Jesus Christ. Ihr könnt euch ja vorstellen, wo ich kleiner war, da hat diese Mission mir eventuell auch ein bisschen, Angst gemacht. Oh ja, da hocken sie doch schon alle. Kriege aber erst Schaden. Da ist wieder dieser Geist. Aua. Der Geist hilft ihnen sicher nicht. Der kann mir immer noch Morschläger. Der steht doch auf.
Wow, da hat noch einer eine Pumpgun. Aua. Viele, ey. Bitte, mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Es gibt eine geheime Einrichtung unter dem Anwesen. Ja, die kann man gar nicht umbringen. Muss mit dem Zeitreisenden und seiner Sekte zu tun haben. Muss es ja. Digga, die leben noch. Müssen die nicht sterben irgendwann mal? Er ist gedespawnt, ist gestorben. Kontrollboot. Unser großer Führer, er hat uns die Welt versprochen und das ist aus seinen großen Plänen geworden. Die meisten von uns sind tot. Gut, er ist noch da, das ist unsere Chance. Unser großer Führer. Das war doch nicht der Führer. Oder doch, sind das deutsche Wissenschaftler? Könnten sein, ne? Oh, hier kommt jetzt ein Bossfight, das weiß ich. Das weiß ich auch noch sehr gut. Ich habe eine Menge Lärm und Schüsse gehört, aber ich dachte, ich bleib lieber hier. Wenn ich überlege, was ich für Probleme hatte, als ich kleiner war mit dieses Viech. Mit vielen Dingen hier im Game. Das ist wirklich erstaunlich. Wenn man das jetzt heute so schaut, man versteht viel mehr. Man kommt total easy durch. Ich finde das schon sehr amüsant. Als Kind, wie gesagt, bei der Mission hier zum Beispiel, habe ich eingeschissen. Boah, nee. Die Viecher kenne ich auch noch. Alter, ist das krank. Ist das krank, Digga. Wer sich das ausgedacht hat von denen, ey, ist schon wirklich Respekt. Das ist schon sehr krank. Es muss hier also irgendwo einen Weg nach unten geben. Alter. Einfach so lebende Kuhkadaver oder was das sind. Komplett ekelhaft. Gegner-Designs schon für die damalige Zeit on top gewesen. Oh shit. Der Koch, Alter, man kennt ihn. Gruselspaß, Trophäe erhalten. Digga. Speichern erfolgreich. Neue Charakter verfügbar, Arthur Arching und Gersten Borger.
Okay, das ist dann, glaube ich, ja doch, die nächste Mission dann schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Worldgamer YouTube. Ciao.